Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session von Let's Play Pirates mit mir, dem Yakinator. Und ich muss nochmal ganz schnell nach Montserrat zurück. Eigentlich müssen wir in dieser Stadt noch was erledigen. Das Ding ist bloß immer, wenn ich hier abspeichere, dann geht das meistens nur, oder ich glaube, das geht dann nur, wenn ich hier auf hoher See bin. So war das jedenfalls bisher immer. So, und in Montserrat wollten wir natürlich noch ein paar tolle Sachen machen. Wir wollten nämlich unseren Plunder teilen, was natürlich nicht ging, weil wir nicht genug Geld haben. Ach... Das heißt, erstmal zum Shipwright, obwohl... Nee, wir gehen erstmal zum Händler. Verkaufen dort alles... Oh ja, Luxuries. Das bringt auf jeden Fall ein kleines bisschen Gold. Sehr schön. Dann werden wir die Nahrungsmittel auch alle verkaufen. Ja, ich werde doch jetzt mal den Plunder, glaube ich, weghauen. Okay, das Gold des Händlers ist jetzt auch schon wieder alle. Verdammt. Na, wo hier? Gut. Dann nochmal in die Taverne. Ich will nochmal schauen, vielleicht... Vielleicht hat die Dame uns ja noch irgendwas zu sagen. Aha, auf der De Mordenar gibt es einen schönen Navigator, der voll die Ahnung hat und uns auf jeden Fall weiterhelfen kann. Ich glaube, es wäre eine gute Idee, den mal zu kidnappen. Ich bin mal gespannt. Also die fährt auf jeden Fall, das Ding fährt auf jeden Fall nach Montserrat. Wir können es eigentlich ganz leicht abfangen. Okay, da bin ich mal gespannt, das merke ich mir. Und da werden wir uns diesen Navigator auf diesem ominösen Schiff einfach mal holen. So, jetzt hier nochmal. Ja, die Tochter des Gouverneurs, okay. Ja, ja. Na, hier. So, dann... Ah, nee, nicht dem Plunder die Weiden. Wir wollen jetzt uns erstmal mit dem Schiffshändler konsultieren. Ach, tja, und das heißt Abschied nehmen. Und zwar von unserer Brigantine. Tja, ich muss natürlich 2 Tonnen Ladung wegschmeißen. Das werden ja die Nahrungsmittel sein, aber die können wir halt eh nicht verkaufen. Was bleibt uns anderes übrig? Gut, verkaufen wir das jetzt erstmal. Ja, da bin ich mir relativ sicher. Die Brick of War, jedenfalls die behalte ich. Das ist dann auch das Schiff, was wir, das einzige Schiff, was wir behalten dürfen, wenn wir unseren Plunder teilen. Wenn wir unseren großen Schatz, naja, Angrily, also, ich kriege 270, meine Seeleute leider nur 12 Goldmünzchen. Na gut, ja, das müssen wir jetzt mal machen, sonst fangen die an zu meutern. Und normalerweise könnte ich jetzt eine Schwierigkeitsstufe höher gehen. Allerdings reicht das Geld nicht aus, was ich da angesammelt habe. Das heißt, wir machen einfach mal als Journeyman-Captain weiter. Und unser nächstes großes Ziel ist es praktisch, den nächsten Schwierigkeitsgrad zu erklimmen. So, und jetzt vergeht die Zeit, werden wir uns es richtig gut gehen lassen. Ach, und ein paar Monate später ist es wieder soweit. Ich rüste mein Schiff auf. Aus. 32 Kanonen, das ist, glaube ich, die Maximalkapazität von der Brick of War. Ich tendiere immer dazu, so 40 Kanonen mitzunehmen, damit man immer ein paar Ersatzkanonen hat, wenn man gerade etwas beschädigt wurde oder so. Das weiß man ja immer nicht. So, 40 Tonnen. Ich glaube, das reicht erstmal. Wir haben dann auch nur noch 8 Tonnen Platz für andere Sachen. Ich will diesmal auch versuchen, mit der Brick of War alleine zu segeln. Das heißt, dass wir unsere Reichtümer eher durch Schiffe überfallen und Schätze finden anhäufen, als durch Schiffe kapern, die ganze Zeit mitschleppen und dann verkaufen. So, welcome aboard, mates. Na, 76 insgesamt, das hört sich doch schon mal einigermaßen gut an. Was sagt die Dame? Ach ja, genau, der Navigator. Aha, und die ist immer noch auf dem Weg von St. Eustatius nach Montserrat, auch nach ein paar Monaten noch. Na gut, gut zu wissen. Nein, an diesen unsinnigen Informationen bin ich jetzt erstmal nicht interessiert. Tja, gut, okay. Dann gehe ich nochmal zum Gouverneur. Vielleicht kriegen wir auch eine Beförderung oder so. Ich weiß nicht. Oh, Yakinator, der Weise. Please come in. What do you want? Ja, im Krieg mit den Spaniern und den Holländern diesmal. Die Engländer sind aus dem Spiel. Und ich habe eine holländische Brigantine überfallen. Super. Bald werde ich bestimmt befördert werden. Noch darf ich nicht mit der hübschen Gouverneurs, mit der französischen Gouverneurstochter flirten, aber das wird sich bald ändern. So, jetzt nochmal zum Shipwright. Nö, okay, da ist alles in Ordnung. Da muss ich mir erstmal keine Sorgen machen. So, jetzt geht's. Sail away und hui! Wo ist das holländische Schiff, das auf dem Weg von St. Eustatius in meine Richtung ist? Ist es das da hinten? Da bin ich jetzt mal gespannt. Das könnte sein. Wer bist du? Ich brauch mal... Nee, Kattegat, das nicht wirklich. So, ich zoome mal ein kleines bisschen raus, sonst haben wir gar keinen Überblick. Da ist noch ein Schiff.
Wer bist du? Nee, das ist Rein. Das war's auch nicht. Ach. Ich will nicht attackieren. Nein, nein. Obwohl die Merchantmans, die haben jetzt eigentlich immer relativ gute Fracht an Bord, sage ich mal. Oh, und die Franzosen greifen da St. Eustatius an. Das heißt, bei der nächsten Gelegenheit werde ich dann wahrscheinlich doch mal irgendein Schiff angreifen. Jetzt sind wir diesem Sturm ganz knapp entkommen. Tja, wo ist denn der Holländer? Meine Güte. Das ist aber nervig. Gut. Okay, die Engländer, die will ich jetzt nicht weiter provozieren. Ich möchte jetzt mal wirklich Richtung Kuba. Wir waren schon viel zu lange in diesen Gewässern. Ach, guckt mal, da ist noch ein Schiffchen. Könnte es das eventuell sein? Dem werde ich mal hier... Nee, die Inspanning. Das ist auch nicht... Oh, okay. Da ist ja richtig was los, Mensch. Ich glaube, ich mische mich mal zugunsten der Franzosen etwas ein. Hopp. Und, ich greife die Sloop of War an. Wo ist sie denn? So, leider ist mein Schiff wieder völlig in der falschen Richtung unterwegs. Und ich muss mal ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen, sonst kriegen wir hier viel zu viele Kanonenschüsse ab. So, Gott sei Dank können wir hier durch die Hafenmauern problemlos durchfeuern. Oh, und das sieht so aus, als ob das Schiff explodiert. Ja, kein Wunder, es steckt ja auch mitten in der Kaimauer fest. Na gut. Aber wir haben den Franzosen sozusagen einen Gefallen getan und... Das ist doch das Beste, was man machen kann. Achso, den Schatz von Jack Rackham. Den könnte ich eigentlich theoretisch mir auch noch holen. Ach, nee, dann machen wir erstmal das. Dann fahren wir doch nochmal runter. Sorry, Leute. Ah ja, Pirates. Da darf es auch schon mal verpeilt zugehen. Haben die wieder ein bisschen zu viel rumgetrunken, die Piraten, und können sich nicht entscheiden, wo sie hinwollen. Nee, ich muss jetzt nach unten, nach Trinidad oder so war das, ne? Oh, ein Schatzschiff. Und das möchte ich auch noch schnell abfangen, bevor es hier in irgendeinen Hafen einläuft. Das Problem ist, wir sind rein... Na? Wir sind rein von der Richtung natürlich wieder völlig im Eimer. Ich glaube, wir machen das einfach mal so. So, und jetzt dreht er sich schon ordentlich. Genau, und jetzt sind wir auch von der Windrichtung her gut dabei. Während der Gegner noch ein paar kleine Probleme haben dürfte. So, ich fahre jetzt mit meiner doch nicht allzu langsamen Brick of War hinterher. Na gut, okay, das habe ich ein kleines bisschen falsch eingeschätzt. Wir bräuchten übrigens mal jemanden, der die Kanonen ein kleines bisschen schneller nachladen kann. Ansonsten macht das hier überhaupt keinen Spaß. So, und jetzt aber die Breitseite, die kriegen sie voll ab. Chainshot habe ich leider noch nicht. Dann werde ich mich eventuell mal rangrapen mit dem Grape Shot. Ah, die schwenken schon ihre Fähnchen. Oder sind das jetzt nur die englischen Fähnchen? Hm, keine Ahnung. Na gut, ein Roundshot noch, damit die Segel... Damit er nicht so schnell unterwegs ist. Und... Ne? Na gut, okay. Wir müssen es wieder mal ausfechten. Das heißt wieder mal. Das ist ja noch gar nicht allzu häufig vorgekommen. Ich hoffe, der ist jetzt nicht... Das ist jetzt nicht so ein schneller. So, und jetzt hier. Aua, genau. So, und jetzt... Und so und Smash, genau. Haha, die pure Offensive hat wieder mal gesiegt und Yakinator freut sich. Hm, ich hoffe, dabei springt jetzt auch ordentlich was raus. Die Golddublönchen, Dublönchen werden durch unsere Hände rinnen, wie nischt. Ah, ein paar Leute wollen noch vorbeikommen und, oh ja, oh ja. Das ist ja schon mal mehr Gold, als wir im gesamten ersten Durchlauf eingespielt haben. Nee, den East India Man. Ich glaube, das Ding versenke ich. Das ist jetzt nicht so wertvoll. Was hat er denn noch an Bord? Ach, Kanonen, natürlich. Wir müssen... Hallo? Ach so, jetzt hat er die ganzen Luxuries mitgenommen. Warum kann ich denn hier nicht noch mehr Kanonen mitnehmen? Hallo? Ach so, ich muss... Muss ich hier erstmal noch... Ja, ich glaube, ich muss hier noch mehr wegnehmen. Nee, was ist denn jetzt los? Geht auch Take All? Nee, anscheinend nicht. Aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich Keep Her... Okay, dann machen wir das so. Keep Her, Take All. Jetzt haben wir auch die Kanonen. Und jetzt können wir wieder Sink Her machen und dann zieht er das so ab. Das ist aber ein seltsamer Bug. Gut, okay. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall 34 Kanonen wieder. Mehr als ausreichend. Und natürlich noch 16 Tonnen Luxuries. So, und weiter geht's runter. In Richtung Schatz. Eine Brick of War mit lauter Truppen an Bord. Nö, das muss jetzt nicht sein. Ich will mal nochmal schnell auf die Karte schauen.
beziehungsweise auf meine Schatzkarte, die ich hier noch habe. Genau, wir müssen nach Trinidad. Das heißt, wir müssen weiter nach Süden. Und mal ein bisschen schneller. Los, komm! Kommt, ihr Piraten! Ah, jetzt flutscht das hier ordentlich. Ah, ein Engländer. Das ist nur ein Merchantman. Aber die Crew ist super zufrieden im Moment. Ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Ups, ein kleines Hüsterchen. Achtung, ich mach mal ein kleines bisschen leiser. So, nee, wir wollen weiter segeln. Meine Güte. Das war jetzt ein kleines bisschen verwirrend. So, das ist geklärt. Und jetzt geht's nach unten. Ich bin gespannt. Wo ist Trinidad? Ich muss nochmal schauen. Sonst bin ich ja völlig... Ja, da ist Trinidad und die Schatzkarte sagt... irgendwo. Da beim Captain Stone. Ja, wo ist denn der Captain Stone? Das könnte ja überall sein. Jetzt müssen wir halt so ein kleines bisschen Sucharbeit machen. Aber ich schätze mal, das ist so dieser kleine Pups hier. Diese Landzunge oder was das ist. Gut, da werde ich mal rübersegeln. Wo ist der Captain Stone? Pling, pling. So, da ist die freundliche Jesuitenmission. Da ist der Captain Stone. Da wird auch angezeigt, das ist die Landmarke für einen vergrabenen Schatz. Gut, nochmal kurz auf die Karte raufgeguckt. Jetzt mit der Schatzkarte mal kurz vergleichen. Ja doch, also unsere Anlanderichtung dürfte einigermaßen ordentlich sein. So. Jetzt werden wir hier ankern. Und dann geht's los. Und da ist doch schon irgendwas. Ein Steinkopf. Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Da ist der Steinkopf. Das heißt, rechts davon müsste eigentlich theoretisch gleich der Schatz liegen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Oh, ich glaube, ich sehe was. Ich glaube, ich sehe was. Ein Schatz. Unser erster Schatz. Yippie. Haha! Und Yakinator freut sich. Er freut sich die Bohne, denn er hat super 3000 Goldstücke. Na immerhin, jetzt haben wir schon richtig viel. Jetzt können wir schon fast wieder den Plunder teilen. So, dann werde ich mal direkt zum Schiff zurückkehren. Gut, und jetzt dürfen wir uns aber nach oben arbeiten. Natürlich nicht, ohne vorher nochmal in die Trinidad vorbeigeschaut zu haben. Das ist auch die erste spanische Stadt, in der ich, glaube ich, anlande. Super, haben wir unseren ersten Schatz gefunden. Oh, eine Handelsgaleone. Na gut, das wären später dann unsere Lieblingsgegner. Die werden wir ja sowas von ausrauben. Okay, und wir sind in... Ups, was ist denn jetzt los? Jetzt habe ich auf die falsche Taste gedrückt. Und wir sind gleich wieder aus Trinidad rausgefahren. Das wollte ich natürlich nicht. Okay, und ich würde sagen, wir landen hier erstmal an und sehen uns dann wieder in der nächsten Session. Und dann schauen wir mal, wieso die spanischen Gouverneurstöchter drauf sind, ne? Also, schaut mal vorbei auf meiner Let's Play-Oase. Und bis zum nächsten Mal. Macht's tschüss. Macht's tschüss gut, ne? Nee, macht's gut. Tschüss.